Moin moin liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge hier Let's Play LS19 zusammen mit Shelly. Hallo. Ja, wir freuen uns oder auch nicht. Ich freue mich oder auch nicht. Wir sind wieder auf Ravenport. Naja, normalerweise, ihr seht es ja im Single Let's Play, bin ich auf der nordfriesischen Marsch unterwegs. Viele von euch auch, aber es gibt auch noch einige, die auf der Ravenport unterwegs sind. Und wir haben hier noch ein bisschen was zu tun. Wir haben schön angefangen, einige Sachen. Und die wollen wir natürlich auch gerne zu Ende bringen. Und dann gucken wir uns vielleicht auch mal nach anderen Karten um. Vielleicht gar nicht unbedingt nach der Marsch. Kennen wir ja, vielleicht nach anderen. Mal schauen. Die kennen wir, glaube ich, in- und auswendig, oder? Also du vor allem. Ich? Was machst du hier? Also ich fange an zu arbeiten, glaube ich. Ich auch. So, was machen wir Schönes? Hier haben wir eine Mission angefangen und wir haben eine ganze Menge neue Mods. Die Helfer, die Arbeit beendet. Meint aber auch nur er hier. Ja, also wir haben hammer viele neue Mods mit drauf genommen. Ich habe in den letzten Tagen immer mal alles mögliche runtergeladen und da sind einige richtige coole Mods mit bei. Und zwar werde ich mal gleich einen euch zeigen und nutzen. Und zwar ist das, hoffentlich funktioniert es auch im Multiplay, dass wir jetzt die Möglichkeit haben, einfach mehrere Missionen gleichzeitig zu machen. Das heißt, auch wir können uns mal so eine schöne Düngermission gönnen, die Shelly auch macht und da ein bisschen Geld mit verdienen. Perfekt. Soll ich dir mal erzählen, was ich gerade an Geld verdient habe? Mhm. Das hilft dir nicht. Hast du mal in meiner Folge einfach. Gut, Shelly hat ein bisschen Geld verdient. Wir arbeiten auch dran. So, was brauchen wir hier? Wir brauchen ein paar. Was sollen wir denn eigentlich ausbringen auf dem Feld? Zum Düngen. Mit einem Dünger. Flüssigdünger, Mineraldünger, Gülle oder Mist. Nehmen wir. Müssen wir jetzt Flüssigdünger nehmen? Das ist eigentlich blöd. Naja. Düngertank. Ich kaufe davon einfach mal einen. Reicht einer. Wird teuer. Ich habe jetzt auch so einen hübschen Spritzenwagen. So, wie ihr seht schon unten, die Anzeige ist neu. Neben der Geschwindigkeitsanzeige haben wir, da steht jetzt, was wir laden, wie viel Prozent gefüllt ist, wie viel Kapazität das Gerät hat. Also, da hat sich einiges getan. Shelly, also du kannst natürlich jetzt auch, ne, weißt du auch, du kannst Missionen theoretisch mehrere machen, aber du hattest ja immer schon mit einer Probleme, ne? Ich will jetzt erstmal meine Stroh aufsammeln hier. Wir warten auf schön Wetter, sollen wir mal vorspulen? Ja, kannst du gerne. Wie sind denn so deine Wachstums- oder Unkraut oder alles? Wie sieht's aus? Ich kann mir vorstellen, dass wir mit 2000 Flüssigdünger für diese Mission gar nicht hinkommen. Müssen wir gucken. Die Lautstärke ist schon wieder fast zu laut von dem Gerät, scheint mir. Ich muss noch ein Feld weiterfahren. Hier schon mal den Ausklappmodus, weil bevor ich am Feld angekommen bin, denke ich, dass ich ausgeklappt. Und du hast deine Düngermission abgeschlossen, oder wieso hast du so viel Geld verdient? Genau. In der letzten Folge habe ich das, hab ich das fertig gemacht und jetzt habe ich Mission abgeschlossen. Aber erstmal die Kohle kassiert. Sehr gut. Das reicht ja nie an Zeugs, was wir hier in der Spritze haben. Mit der ganz normalen Ballenpresse, da kann ich doch zum Helfen mitlaufen lassen, oder? Nee. Das dürfte nicht funktionieren. Da sind schon cool, diese Spritzmissionen, weil man einfach mega Arbeitsbreite hat. Aber kostet eben auch ein bisschen Dünger. Vielleicht hätten wir lieber. Hat das schon mal jemand getestet von euch Zuschauern? Wenn ja, schreibt es gerne rein.
Der hat ja eine mega Arbeitsbreite hier. Wenn wir jetzt aber Mineraldünger genommen hätten, wären wir damit günstiger gefahren? Weiß das jemand? Wenn ja, gerne reinschreiben. Wie lange haben wir denn noch schlecht Wetter? Können wir das hier irgendwo sehen? Wir haben auch neue Fruit Huts hier sozusagen, die Bilder. Seht ihr, sieht alles ein bisschen neu aus. Hast du den Mod hier drauf? Müsstest du jetzt eigentlich auch in der Preisübersicht sehen, dass das alles ein bisschen anders aussieht. Auf der falschen. Oh ja! Die meisten Symbole sind so ein bisschen besser erkennbar. Natürlich am Anfang erstmal wieder ungewohnt, aber ich denke schon, dass. Ja, da wir aktuell. Oh, du hast nur 29.000. Wir haben 127.000. Da habe ich mehr Geld als du? Nee, fast 100.000 mehr. Ich hab die 100 nicht gehört. Oh, jetzt ist da wieder ein Sonnensymbol. Bald gibt es schönes Wetter. Brauchen wir aber auch. Das andere nervt doch. Mit unserer Spritze einmal wieder hier rüber. Wir können noch ungefähr 2 Bahnen machen und dann ist sie schon leer. Aber ich kann jetzt gleich erstmal meine Sonnenblumen ernten. Oh. Das versuche ich auch jetzt mit dem hier, was ich auch für den Mais benutze, für das Schneidwerk. Das sollte gehen. Hast du noch Missionen am Laufen oder hast du nichts mehr? Nein, jetzt gerade keine. Aber ich habe ja noch eine Mission habe ich ja noch, wo du mir helfen darfst. Oder? Weißt du? Ja, ne? Ich habe eine Mission, gut, wo du mir helfen darfst. Ich will nicht helfen. Wieso? Hä? Wie jetzt? Das ist ja die Seemaschine, das ist ja jetzt ein Düngerstreuer. Ich dachte, das wäre der Düngerstreuer. Was sind unsere Düngerstreuer überhaupt? Da stand er gerade. Ich brauche einfach schönes Wetter. Dauert noch ein bisschen. Da fällt mir ein, was ich noch mal angucken wollte. Ich habe mir die Karte ja auch noch nie so im Detail angeguckt. Was denn? Ich mache eine kleine Spritztour. Wie denn? Ein bisschen über die Karte fahren. Du warst ja schon mal bei der Ranch, ne? Ja. Schön da? Geht. Oh, ernte nicht bei Regen oder Hagel. Toll. Wolltest du jetzt ernten bei dem Wetter? Ja. Das wird nix. Also such dir lieber eine Aussee-Mission oder sowas, das ist glaube ich eine ganz gute weil Aussee-Mission würde ich empfehlen. Also das Gebäude könnte ich mir auch gut vorstellen als Molkerei auf der nordfriesischen Mar. Schreibt es mal rein, dann könnten wir die alte Molkerei austauschen und die hier einbauen. Sieht ganz gut aus eigentlich, sieht besser aus als die alte aus den LS-15 glaube ich. Aber das mache ich noch. Genau, das Set wollte ich mir angucken, dieses komische Walskelett. Kann man auf den Leuchtturm oben rauf eigentlich oder nicht? Ja, ne, wegen Schiedwetter, wir haben ein bisschen Wartezeit. Können wir ruhig mal machen. Was ist das hier für ein Wal? Ist hier irgendwie eine Beschreibung? Wie sieht das denn aus? Hier steht was. Formerwal. Was denn ein Formerwal? Also ich hätte jetzt gedacht, das ist ein Blauwal oder sowas. So riesig. Keine Ahnung. Sind auch fragwürdige Deko-Objekte. Aber okay. Sind mehrere Häuser? Ist das ein so Mega-Haus? Sind mehrere Häuser, glaube ich. Oh, der Tank ist leer von meinem Helfer E. Das ist schade. Das ist schade. Das ist echt schade. So schlimm.
Ich glaube, hier fahre ich nicht mit dem Träger rüber. Ich höre Gewittergerollen im Hintergrund. Echt? Ich höre noch Regen. Muss ich lieber einen Schutz, wenn mir Gewitter ist, bei dir nicht. Ja, jetzt stehen wir mit dem Traktor hier ein bisschen blöd in der Gegend rum. Ja, ist so gut, ich wollte nur drehen. Aber okay, ne? Haben wir mal gesehen hier den Wal? Oder soll das, Dinosaurier darstellen? Was heißt denn Former? Also keine Ahnung, das englische Wort sagt mir nichts. Ganz oben fällt eins in der Ecke. Kannst du ja mal ein Video angucken. Boah. Gut, oder? Ganz schön fett. Du ja. Niemals. Oh, was ist denn für eine Kante? Aber ich dachte, ey, ich kann noch bei Regen ernten. Nur ein Spiel. Oh, jetzt ist der Donner auch bei mir angekommen. Das wird ja auch mal Zeit. Mag donnern. Da gehe ich lieber in die Kabine, ne? Ein bisschen schöner in der Kabine, regnet jetzt nicht rein. Hier sind wir an unserem schönen Maisfeld angekommen. Müssen wir erstmal checken, was unsere Spritze macht. Oh, das ist echt ärgerlich. So viel fehlt da gar nicht mehr. Wenn wir das nochmal wieder komplett einkaufen, müssen wir für 3000 natürlich Spritzzeugs kaufen. Naja, aber den Rest können wir ja irgendwann später wahrscheinlich nochmal verwenden. Wo hast du denn eigentlich die ganze Kohle her? Ich mache ja immer viele Missionen die ganze Zeit. Nebenher, ne? Ich habe ja auch noch ein bisschen gespart, weil ich ja weiß, dass ich die Mietkosten für den Häcksler gleich brauche. Also spätestens morgen, oder? Morgen gibt es auch eine Folge, ne? Ja, morgen Sonntag gibt es auch wieder eine Folge. Da glaube ich, haben wir wieder schönes Wetter und ich kann endlich den Häcksler mieten und dann können wir mal schön Mais häckseln. Ja, es bleibt ja wie gehabt. Dienstag, Donnerstag, Samstag und Sonntag. Gleich morgen. Richtig? Ja, glaub schon. Ja. Ich muss mal wieder schon gucken, dass ich mein Mikro ein bisschen mehr von Shelly, glaube ich, abschirme. Ich glaube, geht schon wieder so laut in meine Richtung. Dann haben wir wieder ein bisschen Hall drin. Ne? Aber wir arbeiten weiter daran. Irgendwann mal haben wir eine Trennwand zwischen uns. Oder wir haben angebaut, dass wir dann in verschiedenen Räumen sitzen. Ja. Muss man noch Stroh sammeln, oder? Oder pressen oder was auch immer. Ja, ich mache Strohballen. Kann man ja auch gut zu Geld machen. Läppert sich auch zusammen. Ich hoffe auch. Aber was ist hier? Augen auf im Straßenverkehr oder was? Häng ich mit diesem komischen Spritzenwagen und lieg auf der Seite. Weil ich die Schiene nicht, also die Bahnschranke nicht gesehen habe. Warte mal, ich klappe mal aus, mal gucken, was passiert. Ah. Ja, den Trip habe ich auch ganz, ganz oft gelesen. Also, Entschuldigung, dass ich unterbreche, aber. Und das habe ich auch ganz oft gelesen. Oh, das funktioniert. Unglücklichen. So, das waren jetzt schon 6000 Düngerkosten, aber von dem Dünger werden wir was überbehalten. Unser eigenen Bedarf. Das macht sein Riesenfeld eigentlich. Welches? Das Ernte reift dann mal. Warte doch keine Zeit. Ich wollte mal fragen, ob du dein eigenes Feld meinst. Nee, ich habe jetzt ein bisschen Dünger nochmal gekauft für die Mission. Hä? Ja, auch so einen riesen Spritzenwagen. Wo ist denn dein? Ach nee, das wird ja gut geschrieben wieder, ne? Das, was in dem Wagen, glaube ich, drin ist, wird gut geschrieben. Wenn man das vorher ablädt, dann hat man das irgendwo stehen. Also bei mir war es direkt weg, ich habe es aber auch nicht entladen. Ja, dann müsstest du das Geld dafür wieder gut geschrieben kriegen eigentlich. Wegen nicht verbrauchtes Zeugs.
Kann gut sein, es stand aber nicht dabei. Wie ist es eigentlich, warum wechseln wir in diesem Projekt nicht auf die Marsch? Ja, das ist, weil du keine Lust hast. Das stimmt gar nicht. Nein, erstmal haben wir hier jetzt ja noch zu tun. Hier sind wir ja noch nicht angefangen, irgendwie vorzubereiten, dass wir einen Map-Wechsel vornehmen können. Jeder ist hier ja noch beschäftigt. Ich will auf jeden Fall noch den Mais ernten und zur Silage verarbeiten. Du willst ja da bestimmt auch noch ein bisschen ernten und verkaufen. Mhm. Und dann werden wir uns mal auf andere Karten umschauen. Ihr könnt auch gerne in die Kommentare schreiben, aber dann fragen wir uns mal in den Tagen auch immer noch mal wieder, wenn da neue Mods und Maps rauskommen, die empfehlenswert sind. Dann können wir uns gerne mal reinschreiben. Dann gucken wir uns das vielleicht mal an und gehen irgendwann auf so eine Karte um. Wir sind jetzt aber auch noch nicht auf der Flucht hier. Ganz so schlimm ist die Karte nicht. Nein, das finde ich auch. Und der eigentliche Grund ist ja auch, dein Single-Let's Play ist auf der Marsch und der Multiplayer-Livestream, wo mit der Stream-Truppe. Ja, was machst du? Hoffen, was machst du mit Baldikino? Bleibst du da oder gehst du auf die Marsch in deinem Single-Let's Play? Das weiß ich noch gar nicht. Also eigentlich habe ich ja gesagt, ich wechsle nicht auf die Marsch. Weil du dein Single-Let's Play da schon machst und ich gerade ja an sich ja schon kenne und so. Und aber dann habe ich ja kurz auf der Karte richtig getestet und so und dachte schon, boah, das ist schon echt ziemlich cool. Das ist noch gar nicht so richtig. Kannst ja mit deinen Zuschauern sozusagen irgendwie Abstimmung machen oder irgendwie. Und so richtig tolle Vorschläge kamen jetzt auch noch nicht. Ja. Viele Karten sind halt noch gar nicht so richtig fertig. Und das ist für mich als Anfänger natürlich dann immer mega schwierig, wenn dann noch Fehler auf der Karte sind. Dann weiß ich gar nicht, ob ich jetzt der Fehler bin oder ob es dann die Karte ist. Das kann ich dann so gar nicht einschätzen. Haben wir ja gesehen bei der Bäckerei. Mit dem Verkauf auf Baldikino, wo du diese Mission nicht baggern konntest. So Leute, wie weit ist die Mission? Mit 93%. Guck mal, die fliegen ist zu 50% und die machen wir schon seit Tagen. Also diese Düngermissionen sind viel, viel cooler als die anderen. Das ist schon mal. So, jetzt müssen wir so ein paar Lücken füllen und dann haben wir hier gleich die 100%. Und das wird, glaube ich, so schon fast wieder die letzte Digitalfreude sein. Ich warte auch, dass der Regen endlich aufhört. Das nervt doch. Ich wollte doch endlich meine Sonnenblumen ernten. Ja, das können wir auch bestimmt morgen. Sonntag, passt das doch. Morgen ist auch noch ein Tag, ne? Schöne Sonntagsbeschäftigung. Ich bin hier gerade auf den Schienen oder? Genau, in dem Moment muss natürlich der Zug. Da, im Ernst. Ja, was machst du? Hilfe! Hilfe! Soll ich jetzt zu dir kommen und dir helfen? Nein, bitte schön. Dir ist nicht mehr zu helfen. Das war heftig. Einmal voll durchgeschüttelt worden. Und ganz schön weit weggeschliffen von dem Feld, wo ich eigentlich hin wollte. Was geht denn bei dir ab? Der Zug hat mich erwischt und mich irgendwie hier Kilometer mitgeschleift. Ja, das hört sich mega dramatisch an und nachher ist das immer nur so. Das war dramatisch. Schreibt's bei Shelly rein, das war dramatisch. Habt ihr gesehen. Zumindest die, die jetzt noch dabei sind, haben es gesehen. Dramatik pur. Das ist fast noch ein neues Thumbnail wäre da. Ich weiß nicht, ob da ein ordentliches bei ist. Da bin ich mal gespannt. So, Lohndienstleistung auf Feld 11 ist abgeschlossen. Ja, dann bleibt doch hier auf den Schienen stehen, das ist mir jetzt auch. Wie ist denn das? 1286 Rückzahlung. Das erscheint mir viel zu wenig Rückzahlung. Für den Dünger? Mhm. Ich habe noch 1100 im Tank. Ich meine, wir gucken nochmal nach, Leute. Wir können ja rechnen. So, Paletten. Ein Düngertank kostet uns 3200. Da sind 2000 Liter drin, also zahlen wir pro 1000 Liter 1600. Wollen wir die Mission jetzt beenden, schreibt er mir nur 1200 gut, wobei ich noch 1100 im Tank habe. Das heißt, ich müsste eigentlich 1800 wieder kriegen.
Da wird uns was geklaut. 300 circa. Mhm. Okay. Geht nicht. Das heißt, wir stellen die Palette irgendwo ab. Haben wir dann für demnächst. Ist unser eigenes Zeug. Eigentlich sollten wir uns sowieso mal dran gewöhnen. Uns gehört ja die Biogasanlage. Ich weiß gar nicht, warum wir unsere ganzen Fahrzeuge nicht dort irgendwo sammeln, sondern alles wild über die Karte verteilen. Vielleicht liegt es auch daran, weil die Biogasanlage nicht eine schöne Halle hat, wo man irgendwas loswerden könnte, sondern einfach nur Dekohallen, die Platz verschwenden. Paletten sollten jetzt hier, glaube ich, an. Ja, und schon kriegen wir keine Rückzahlung, kriegen jetzt noch 11.000 überwiesen und abschließen. Und eine Ballenpressmission, eine Erntemission, die ist ja Mikro. Und eine große Kartoffelernteaktion, da habe ich keinen Bock drauf. Transportmission, Transport. Hast du alle Missionen einfach mal angenommen, oder? Mhm. Raus. Und so Tiere, Gegenstand von Molkerei nach spanische Mission. Nee, danke. Ich hab keinen Bedarf. Ja, liebe Leute, ich würde sagen, ich habe angefangen, ich höre auf. Ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat, unterstützt es gerne mit einem Like. Schaut mal bei Shelly mit rein. Und dann freuen wir uns natürlich auch, wenn ihr morgen wieder dabei seid. Bis dahin und tschüss.